Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe es leider nicht geschafft, hier noch weiter zu spielen. Wollte ich ja eigentlich gestern, damit der Met fertig würde, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Tut mir sehr, sehr leid, aber das sollten wir ja hoffentlich in der Folge noch schaffen, dass der Met fertig wird und wir uns auch schon mal so langsam, aber sicher auf den Weg machen. Lasst uns mal kurz das Inventar etwas leeren. Zeit müssen wir ja eh rumkriegen, von daher ist das gar nicht so schlimm. Samen, dann haben wir hier noch eine Distel. Auge haben wir hier drüben. So langsam aber sicher komme ich wieder in die Sortierung hier rein, dass ich nicht mehr ganz so lange suchen muss. So, Holz noch und hier oben noch Kernholz. Ach nee, das war vorher da oben. Und wir haben auch noch etwas Metall. So, dann sind wir, was das angeht, soweit erstmal leer. Wir können jetzt die ganzen Werkzeuge noch rauspacken und dann müssen wir noch ein paar Pfeile herstellen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, die Axt brauchen wir nicht. Ja, den Bauhammer, ich nehme einfach mal vorsichtshalber mit, falls wir uns doch irgendwie noch was bauen müssen. Portal oder so, keine Ahnung. Wir haben jetzt aktuell 25 Feuersteinpfeile und Eisenpfeil. Das Beste, was wir jetzt herstellen können, sind Feuersteinpfeile. Ich glaube, da brauchten wir auch noch etwas Holz dafür. Wir haben bloß noch 4 Holz hier. Dann müssen wir nachher oder am besten gleich mal hier drüben noch was rausnehmen. Ach, schaut's euch an. Es freut mich echt immer wieder, wie es hier aussieht. Wenn wir dann das große Langhaus hier noch stehen haben. Das wird mega. So, gib mir Holz. Das Gras wollte ich mal irgendwie noch entfernen. Das war echt doof von mir. Ich habe aber keine Ahnung. Gut, ich habe den Flug jetzt eh nicht einstecken. Wie wir das am dümmsten hinkriegen. Ob ich die ganzen Steine nochmal rausreißen muss. Ob wir das irgendwie schöner hinkriegen. Aber ich finde das gar nicht so verkehrt. Klar, sieht jetzt nicht mega übergeil aus. Aber wenn hier dann mal noch ein Bäumchen draus wächst, wird das bestimmt schick. Mal schauen, wie lange es dauert. Und dann werden wir sicherlich auch noch ein paar mehr davon bauen. So, und wir haben das alles. Das passt. Ach so, wir könnten mal überlegen, dass wir uns vielleicht den Edelholzbogen noch eine Stufe erhöhen. Wir machen jetzt erstmal Pfeile. So Kupfer-Bronze-Pfeile gab es ja nicht, ne? Wir da vielleicht noch eine Stufe besser könnten. Ne, eine Feuerpfeil würde noch gehen, aber ich sag mal, wir brauchen effektiv eh nicht so viele Pfeile. Maximal gegen die ganzen kleinen Gegner. Weil alles andere macht keinen Sinn gegen Knochenwanst. Beziehungsweise das macht keinen Sinn. So, dann haben wir das. Dann lassen wir die Eisenpfeile da. Ich möchte das Inventar nicht ganz so voll haben. Für den Fall der Fälle, dass wir sterben. Dass wir das wirklich auch schnell wieder einsammeln können. Also mit einmal klicken halt und nicht dreimal hinrennen, weil Inventar zu voll. So. Dann lasst mal schauen. Wir bräuchten dafür effektiv die Werkbank noch eine Stufe höher. Wir haben aktuell das Gerbergestell. Gebärggestell, Entschuldigung. Und Hacklotz. Also, wir haben Hacklotz, wir haben das. Eine Dechsel, 3 Bronze, 10 Edelholz. Kriegen wir doch hin. 3 Bronze, 10 Edelholz. Wohl, 3 Bronze. Wie viel haben wir? Doch, passt perfekt. Brauchen wir noch ein bisschen Zinn. Haut auch hin. Und ein bisschen Edelholz. Her damit. Müssen wir noch schnell die Bronze herstellen. Ach, die Schmiede steht nicht hier. Jetzt haben wir wieder zu viele im Inventar, als dass wir die mitnehmen könnten. Wo haben wir die hingestellt? Das ist doch bloß eine Werkbank hier hinten. Die kann es nicht sein. Da drüben irgendwo. Schmiede, wo bist du? Und auch alles nur Werkbänke. Haben wir denn die Schmiede hingestellt? Was haben wir denn zuletzt gemacht? Eigentlich haben wir doch hier die letzten, obwohl da hinten in der Ecke. Da habe ich noch eins angebracht. Ich glaube, da steht sie. Grundstück ist zu groß. Wir finden unsere Sachen nicht wieder. Müssen wir doch alles wieder verkleinern. Und wie immer schlechtes Wetter.
Es sollte ja langsam dunkel werden, dann können wir uns bestimmt nochmal aufs Ohr hauen. Und dann ist der Met auch endlich fertig. So, jetzt erstmal die Schmiede. Hat nicht genug Schutz. Das hatte ich schon mal, das habe ich euch ja schon mal gesagt gehabt. Das war aber, als ich... Jetzt geht's. Als ich nicht im Let's Play gespielt habe. So, warum kann ich denn keine Bronze herstellen? Was fehlt denn? Ach. Ich bin heute auch wieder richtig schlau. So, Bronze. Einmal. Zweimal. Und ein drittes Mal. Dann können wir hier die gute Dechsel bauen. Ich habe gar keine Ahnung, wo wir das noch hinstellen sollen. Wir brauchen echt andere Plätze, größere Plätze. Dass ich das hier so hinstelle erstmal, funktioniert, oder? Werkbankstufe 4, Nadelfeil. Ah, cool. Wir hatten ja schon Nadeln gefunden. Ich glaube im Gebirge. 15 Kernholz, 6 Hirschfell waren es, ne? 15 Kernholz, 6 Hirschfell. Eigentlich auch egal, ich nehme eh immer das ganze Stack. Dann haben wir den gleich mal noch auf der 4. Aktuell Stechenwert von 38 mit Upgrade. Stechenwert von 41. Sehr gut. Ansonsten ist ja nicht viel dazugekommen. Ich weiß auch gar nicht, was wir damit machen können. Müssen wir uns mal... Also wenn Knochenwanz dann besiegt ist, würde ich mir echt mal ein bisschen Zeit nehmen, um sich mal wieder verschiedene Sachen anzugucken. Wir wollen ja einerseits das große Langhaus bauen. Und dann würde ich auch gerne generell mal so durch die Sachen durchgucken, die wir mittlerweile alle bauen können. Also ein paar Sachen sind dazugekommen. Ich weiß nicht, ob durch Update oder ob durch irgendein Rezept freigeschalten. Aber ein paar Sachen sind auf jeden Fall dazugekommen. Und die müssen wir uns natürlich auch mal anschauen. So. Ach so, wir sind nass. Nass geht's nicht ins Bett. Und... Zack, da haben wir es. Ach ja, ich habe echt keine Lust auf den Knochenwanst, ehrlich nicht. Ich mache mir ein bisschen in die Hosen, aber wir müssen's. Anders geht's nicht. Bist du jetzt fertig hier? Jawohl. Dann haben wir noch 6 Mal Met bekommen. Dann packen wir jetzt erstmal schnell noch unsere Lebensmittel wieder in die Kiste. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen keine Möhren. Wir brauchen gutes Food. Wir haben Würste. 18 Stück. Muss reichen. Eigentlich ist es viel zu viel. Wir nehmen 6 Stück mit. Hält ja lang genug. Da kommen eine noch. Aber falls wir sterben, haben wir dann ansonsten gar nichts mehr hier. Das wäre halt auch ein bisschen ungünstig. So, wir nehmen 7 davon mit. Und wir nehmen... 6 und 7 davon mit. Brauchen wir noch Tränke? Na, nee, wir lassen... Wie lange hält denn der eigentlich? Steht nicht da. Muss ich erst benutzen. Finde ich ein bisschen schade. Einen würde ich mir zumindest gerne in der Kiste lassen, falls wir nochmal hin müssen. Mittlerer Ausdauermet, geringer Ausdauermet. Ja, dann nehmen wir alle mit. Und wir nehmen auch sehr gesunder Met. Auch nochmal alle mit. Dann haben wir hier notfalls von allem noch 1 oder ein bisschen mehr. Falls wir sterben und doch nochmal hin müssen. So, wir haben volle Rüstung angelegt. Wir haben Pfeile ohne Ende. Wir haben den Streitkolben. Wir haben das Schild. Wir haben ordentliche Lebensmittel dabei. Gut, diese Lebensmittelkombi ist jetzt halt gerade mehr auf Ausdauer, ne, als auf Leben. Bin mir nicht sicher. Was hatten wir denn sonst eigentlich immer? Wir können nur Würste und Karottensuppe. Weiß es nicht, was wir sonst hatten. Ist egal. Das sollte alles passen. Jetzt ist halt nur die Frage, brauchen wir jetzt noch die Sache, die wir zum Beschwören brauchten? Was war denn das? Jetzt muss ich mal überlegen. Verwitterter Knochen war das, ne? Ich hoffe, ich liege richtig. Wo haben wir denn die Knochen? Knochen, hier unten. Das waren, glaube ich, die verwitterten Knochen. Waren das 10 Stück? Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen jetzt einfach mal 10 mit. Jetzt
haben wir schon wieder ein bisschen den Ausgeruht-Skill verbraucht. Ich setze mich nochmal kurz ans Feuer, dass wir mit vollen 15 Minuten starten können. Oh, ich bin jetzt gerade noch ein bisschen am Überlegen, weil die Hälfte der Folge ist rum. Die Sache ist, so mitten im Kampf die Folge zu beenden, ist eigentlich mehr als schön. Die Sache ist, ich schaff's leider auch nicht, noch eine zweite hintereinander aufzunehmen. Weil wie immer die Arbeit ruft und ich rufe nicht zurück. Aber ja, jetzt bin ich am Überlegen, was machen wir denn? In 10 Minuten werden wir es, glaube ich, nicht schaffen. Wir brauchen auf jeden Fall länger für den. Aber jetzt halt, wie gesagt, mitten im Kampf dann die Folge beenden und die nächste Folge direkt wieder im Kampf starten, ist irgendwie... Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich glaube, wir starten direkt nächste Folge los. Dann versuche ich, die heute Abend schon aufzunehmen. Dann kann ich notfalls auch noch eine zweite hintereinander aufnehmen. Für den Fall der Fälle, dass wir sterben oder dass es doch so lange dauert. Ah, sorry, ich habe das gar nicht gerade bedacht. Ich wollte wirklich mit euch jetzt losstarten. Aber das wäre halt echt sehr ungünstig. Nee, das können wir nicht machen. Das macht keinen Spaß. Dann muss ich morgen früh oder heute Abend bei der nächsten Folge dann direkt im Kampf starten. Und generell, nee. Sorry, Leute, aber nein. Das fällt aus. Das machen wir nicht. Dann machen wir heute mal noch ein bisschen anderen Stuff. Überleg gerade mal was. Häuschenbaum will ich noch nicht anfangen, da muss ich mir noch ein bisschen Inspiration holen. Aber wir könnten... Ja, prinzipiell könnten wir schon mal in den Sumpf reisen. Und eigentlich ein bisschen Eisen sammeln. Aber das werden wir auch nicht mehr schaffen. Aber wir reisen einfach mal in den Sumpf. Wir können ja direkt zum Knochenwanst machen. Muss mal schauen, welches das war. Das war er. Vielleicht finden wir ja Rübensamen. Das wollten wir auch schon lange mal machen. Wir danach mal Ausschau halten. So, ich futter mal eben was. Boah, direkt Pfeile. Wir haben 30 Leben, geil. Von wo kamen die denn? Ach, dort. Komm, jetzt zieh erstmal ein bisschen Leben hoch, bitte. ...229 Schaden. Ach, ist das geil. Dann können wir uns ja hier schon mal ein bisschen mit der Gegend vertraut machen. Treffe ich den? Wahnsinn. Ja, die sind mittlerweile echt easy geworden. Vielleicht finden wir das ja. Es sollen ja irgendwie gelbe Blümchen im Wasser sein. Wovon ich ehrlich gesagt noch gar nichts gesehen habe. Ich denke, die Kombination so ist schon cool, weil wir brauchen vor allem auch Ausdauer, weil wir ja immer wieder vom Knochenwanst wegrennen müssen und vor allem auch viel blocken und so den ganzen Mist. Ich denke mal, die Kombination aus Lebensmitteln sollte es schon... Aua, ein Schaden bloß. Geh weg, kleiner Schleim. Ah, noch ein Schleim. Ja, dann gucken wir hier noch mal ein bisschen rum. Ach, Schlundi. Ich würde gerne mal wissen, wo die Pflänzchen wachsen. Ob ich da schon mal dran vorbeigerannt bin? Oder ob die wirklich unter Wasser wachsen und man die so schwer sieht? Aber bisher ist mir davon echt noch nichts vor die Augen gekommen. Ja, seid mir nicht böse, aber das ist echt doof. Als ich das letzte Mal den Kampf aufgenommen habe, da haben wir auch 2-3 Folgen hintereinander gekämpft und da hatte ich halt auch Zeit und konnte die direkt hintereinander aufnehmen. Dann passt das aber jetzt mitten im Kampf zu sagen, hey, wir müssen jetzt erstmal Schluss machen, ich muss auf Arbeit. Und dann mitten im Kampf wieder starten, nee. Das ist echt nicht so meins. Aber ist ja nicht... Was war denn das? Das ist die da drüben?
Aber ich sehe keine gelben Pflänzchen. Wir haben hier immer mal so eine Reflexion. Sieht immer so ein bisschen aus, als könnte es was sein. Aber effektiv ist es nichts. Wir bräuchten prinzipiell eh auch noch Eisen. Aber das schaffen wir jetzt die Folge nicht mehr. Weil ich ja die Eisennägel herstellen möchte. Um später mal das große Boot zu bauen, aber das eilt jetzt nicht. Weil mit dem normalen Boot, was wir aktuell bauen können, gehe ich nicht mehr aufs Meer. Ganz ehrlich, nein. Gar keinen Bock mehr auf die Seeschlangen. Da brauchen wir schon irgendwas, was ein bisschen mehr aushält. Und vor allem auch noch einen besseren Bogen. Ich weiß halt nicht, wie häufig die vorkommen. Kann natürlich sein, dass wir echt einfach nur Pech hatten da oben. Dass die vielleicht nur ganz, ganz selten im Meer rumlungern. Meistens nur an einer Stelle. Oder in einem Umkreis, einem Gebiet. Aber ich traue mich einfach nicht mehr. Das war schon viel zu viele Kopfschmerzen. Wegen dieser einen Seeschlange und dann noch die zweite letztens. Nee. Irgendwie sehe ich nichts. Da hinten ist was gebaut. Und alles nur Reflexion. Da ist irgendwas da hinten. Ist das eine Pflanze oder ist das auch wieder nur eine Reflexion? Ist bloß ein Stein. Kann man manchmal schwer erkennen. Und da noch ohne Ende Disteln. Die holen wir uns gleich noch. Ach, kein Schlundi, bitte. Geh weg, kleiner Schlundi. Ich will jetzt nicht extra so ein Met verschwenden für dich. Deinen Blutsack nehme ich gern. Weiß nicht, können wir hier hoch? Nee, ne? Ach, Mann, wie viele gibt's denn davon? Aber ist da irgendwas? Sieht nicht danach aus. Also eine Truhe oder so sehe ich nicht. Ich glaube, können wir wieder weggehen. Kommen hier Ebenen? Sieht mir doch nach Ebenen aus. Ja. Ah, da ist schon wieder der erste Todeskito. Bleib bloß weg. Aber der hat uns zum Glück nicht gesehen. Das wäre es jetzt hier gestorben. Oh Mann. Nee, gut, der hat uns nicht gesehen. Ebenen will ich jetzt nicht. Ich muss sagen, wir waren ja in den Ebenen, wo das alles noch auf Stufe 1 war. Ich glaube, wir hätten es mittlerweile auch echt einfacher. Wir haben ja an sich auch eine ganz gute Taktik rausgefunden gegen die Todeskitos. Aber ich denke mal, ein besseres Schild wäre noch cool. Eisen- oder Silberschild. Was ist denn hier oben los? Au. Ein Spawner. Können wir gleich mal ausschalten. Hier oben ist nichts mehr. Hier geht's noch runter. Ah, hier ist auf jeden Fall noch irgendwas. Weiß nicht was. Nö, anscheinend doch nicht. Ach hier, Elite-Torger. Auch die mittlerweile. Ein reinstes Kinderspiel. Aber ich finde die Rüben nicht. Menno, ich hätte die gern gehabt. Wir sind leider schon wieder kurz vor Folgenende. Wir haben hier auf jeden Fall noch eine verschlossene Krypte. Das ist ganz gut. Die werde ich mir gleich mal markieren, wenn wir mal eine Sekunde Ruhe haben. Krypte neu. Dann weiß ich, wo wir uns das nächste Eisen herholen. Und dann würde ich mit euch jetzt schon mal langsam wieder Richtung Portal laufen. Dass wir die nächste Folge dann direkt zu Hause schön ausgeruht starten. One Hit. Ah, nee. Nee. Aber gib mal das Zeug her. Obwohl, eigentlich können wir die auch auf Nahkampf nehmen. Und keine Ausdauer mehr, verdammt. Ach, von überall. Ich hasse den Sumpf. Da habe ich sogar tatsächlich die Ebenen mehr lieb.
Auch wenn diese Todeskitos doof sind, aber ich denke, wenn wir mal ordentliche Rüstung und Schild haben, wohl ordentliche Rüstung, also vielleicht noch eine Stufe besser, dann sind die auch nicht mehr so das Riesenproblem. Ach, jetzt können wir hier bei den Feuertypen vorbei. Fuck, das wollte ich eigentlich nicht. Wo laufen wir denn hin? Wo ist denn unser... Da hinten ist das Portal. Ja, ich denke, dann sind die auch nicht mehr so das Problem, aber... Man kann in den Ebenen halt einfach ein bisschen weit gucken, weil ist halt eben. Und es sieht auch alles ein bisschen freundlicher aus, aber hier in diesem ganzen Grün, Grau, Schwarz... Man sieht teilweise die Gegner nicht richtig. Überall im Wasser wartet irgendwas Giftiges auf dich. Nee, das ist so absolut gar nicht meins. Sieht immer so aus, als könnten das Pflänzchen sein, aber das sind wirklich alles nur Lichtreflektionen. Vielleicht sind die auch extrem auffällig und ich versuche mich hier an irgendwelchen Kleinigkeiten festzuhalten, aber... Ich habe sie halt leider noch nie gesehen, die Dinger. Vielleicht gucke ich mir mal ein Bild an davon, dass ich ungefähr weiß, auf was ich achten muss. Au. Au. Was soll das? Warte, ich brauche die Innereien noch. Ah, Schlundi. Na, ihn jetzt immer vergiftet. Nee, doch nicht. Oh, oh, schlecht. Ah, 6 Schaden pro Pfeil ist auch vollkommen okay. So, wir sind schon wieder in Überlänge, aber ich möchte mit euch halt ganz gern noch zurück. Pflänzchen leider nicht gefunden, dafür haben wir ein paar Blutsäcke und Innereien und Disteln gesammelt, das ist auch okay. Ach, die Ausdauer. So, dann schnell weg hier. Ab nach Hause. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Dann starten wir auf jeden Fall direkt zum Knochenwanst und dann sollten wir das hoffentlich auch bald hinkriegen. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin. Macht's gut.